schütze deine guten Taten von Augen und Gehör der Leute. Das heißt, du willst eine reine Tat haben, dann lass sie als Geheimnis zwischen dir und Allah. Das war Weg der Salaf. Die haben sehr viele Geheimnisse zwischen ihnen und Allah und wollten nicht, dass jemand überhaupt da schaut. Unter anderem sagt Al-Hasan al-Basri, ich habe Leute erlebt, die ihre Taten lieber war zu verstecken, als dass sie bekannt werden. Und Hasan al-Basri hat Sahaba erlebt. Und sagt von ihren Taten, dass sogar jemand die Gäste bei sich hat, zu Hause, und geht schleißig raus und betet, ohne dass die Gäste ihn bemerken. Heutzutage ist man traurig, wenn man nicht Like bekommt, wenn man nicht gesehen wird. Da ist man traurig. Im Gegenteil, in Salaf, wenn die Tat bekannt wird, sind sie traurig. Hab ein Geheimnis mit Allah subhanahu wa ta'ala.